Nummer 6 ist eine Wortverbindung. Und zwar ist das die wunderschöne Verbindung zwischen dem V und dem E. Also so sieht das ungefähr aus, wenn ihr das normale V und E schreibt. Ja. Jetzt ist es aber so, dass wir ja ein cooles, fesches, freshes. Jetzt ist es aber so, dass wir ein cooles und freshes, modernes Lettering gestalten wollen. Und da kann ich euch einen Tipp geben. Und zwar, wenn wir mit dem V, wir setzen hier mit dem Abstrich, gehen wir genauso wie im davor, gehen wir runter, gehen mit dem Aufstrich nicht ganz so weit nach oben, ungefähr so. Ja. Machen hier unseren kleinen Schniepel. Und wir beginnen jetzt mit unserem E. Und fang einfach mit dem Bogen, das haben wir nämlich schon in dem H und dem K geübt, fang einfach unseren E-Bogen noch größer an und ausfallender, ungefähr so. Ja? Okay, also das war jetzt auch ein bisschen zu langsam gemalt. Ich mache es jetzt nochmal schnell. Zack. Ungefähr so könnte das nochmal aussehen. Ihr seht, ihr habt hier ein kleines V und dieses V, das lädt einfach dazu ein, um Schwung zu holen und ein toll ausladendes und großes E zu malen. Also versucht es einfach nochmal, wenn ihr ein V und ein E habt, das habt ihr in dem ganz, ganz wundervollen Wort Love zum Beispiel. Könnt ihr auch mit dem L anfangen, übrigens, was wir ja im H und im K gelernt haben. Wir machen ein ausladendes L, ein O, ein kleines V. Und holen Schwung und machen ein cooles großes E. Das könnte eine Möglichkeit sein. Okay, Tipp Nummer 7. Und zwar geht es um die Verbindung zwischen dem O und dem V. Ja, da habe ich ja hier gerade gemalt. Das O kann man in ganz verschiedenen Art und Weisen lettern. Das ist einmal so. Oder ich kann hier auch den Bogen noch größer machen und so einen coolen runden Stil auch reinzubringen. Ne? Also wenn ich irgendwie einen harten, kantigen Stil haben möchte in meinem Lettering, dann mache ich das O eher so. Möchte ich einen ausladenden, schnörkeligen oder runden Stil in meinem Lettering haben, dann male ich das O einfach noch hier oben ausladender, um dann in den nächsten Buchstaben überzugehen. Genau dafür möchte ich euch gerne an die Hand geben. Normalerweise sieht das jetzt ja so aus, wenn ich jetzt hier mit dem V weitermache. Und ihr könnt aber ganz einfach den Bogen vom O noch größer machen und noch tiefer ansetzen, als ihr es jetzt hier tun würdet. Und zwar würde das ungefähr so aussehen. Ihr setzt ganz normal an, geht mit dem Aufstrich hoch, geht wieder tief und ihr seht jetzt hier, großer Unterschied, ich bin hier unten und kann jetzt hier mit meinem V ansetzen, zum Beispiel, um jetzt hier nochmal Schwung zu holen für einen E. So, und ne, wenn ihr jetzt ein schwungvolles Love Lettering machen würdet, würde das in der Kombination ungefähr so aussehen. Ein schwungvolles L, ein schwungvolles tiefes O, kleines und ein feines V, um Schwung zu holen und wieder ein großes ausladendes E zu malen. Genau, da könnt ihr euch gerne mal rumprobieren, wie das bei euch aussieht. Ihr könnt verschiedene O- und V-Kombinationen machen. Einfach nochmal ein paar mehr Wörter. Wir haben das auch im Wort Movement zum Beispiel. Ha, da haben wir auch unser tolles M dabei. Ne? Dann machen wir hier ein ausladendes O, kleines V, um dann nochmal in ein großes E zu gehen und dann in unser cooles M. Ja? Also ihr seht, die Verbindung, die sieht einfach ziemlich cool und fresh aus und es verleiht eurem Lettering einfach wirklich einen ganz tollen und geübten Stil, der wirklich auch nach was Fortgeschrittenem aussieht, ja. Also wenn ich jetzt hier mir wirklich anschaue und Movement ganz normal schreibe, wie ich es auch im Brush Lettering Guide machen würde, dann hat es noch nicht so diesen modernen Touch einfach. Tipp oder Übung Nummer 8 soll eigentlich mehr oder weniger sein. Ja, ich zeige euch mal ganz kurz hier diese Sammlung an Brushpens, die es ja überall gibt. Und ihr kennt das wahrscheinlich auch schon als Anfänger. Ich sage das aber nochmal ganz gerne für die wirklich schon fortgeschritten sind. Probiert euch in allen möglichen Brushpens aus. Probiert euch aus und schaut, welche am besten zu euch passen. Also ich habe auch zum Beispiel gemerkt, dass ich ganz am Anfang sind mir zum Beispiel der Pentel Touch total einfach gefallen, ja. Und ich hatte dann so Probleme mit so ein paar anderen Brushpens noch. Und dann habe ich ganz, ganz lange geübt und ganz viel gelettert und habe dann irgendwann mal wieder Brushpens ausprobiert, mit denen ich so am Anfang Probleme hatte.
und habe dann festgestellt, so, boah, die gehen ja richtig gut und zum Teil sogar besser als vielleicht der Brushpen, mit dem man am Anfang als Anfänger gelettert hat, ja. Deswegen möchte ich euch auch als Fortgeschrittener immer wieder an die Hand geben, immer wieder neue Brushpens auszuprobieren und ganz verschiedene Stile auszuprobieren, weil damit könnt ihr dann auch ganz verschiedene Lettering-Stile vermischen auch, um euren Letterings einfach einen ganz, ganz coolen, modernen und fortgeschrittenen Stil zu verleihen. Tipp Nummer 9 sind Schnörkel. Ja, die könnt ihr tatsächlich in der Regel wirklich erst üben, wenn ihr schon fortgeschritten seid. Also gerade am Anfang ist das einfach viel zu viel. Ihr seid noch so konzentriert auf die Buchstaben, die Auf- und Abstriche, die Dicke und der Abstand, und das ist einfach alles viel zu viel. Also ich weiß nicht, ob ihr schon mal Auto gefahren seid, und wenn man anfängt, Autofahren zu lernen, das ist einfach super, super viel. Blinken, auf die Straße gucken, Radfahrer, in den Rückspiegel, in den Seitenspiegel gucken, hupen, bremsen, Gas geben, Kupplung treten, fünfter Gang, dritter Gang, erster Gang. Und das ist einfach viel zu viel, und dann fragt ihr euch so, wow, wie können Leute jetzt noch nebenbei essen oder telefonieren oder Kaffee trinken? Und genauso ähnlich ist es auch beim Brush Lettering. Also als allererstes müsst ihr wirklich die Grundzüge verstehen und wirklich üben, 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 bis eure Hand das wirklich im Schlaf machen kann. Und dann könnt ihr wirklich weiter ausholen und weitere Techniken und Übungen integrieren. Und eine davon ist das tolle Schnörkeln. Und ich mache das auch immer ganz gerne so, dass ich mit dem Bleistift vorzeichne und dann mit dem Brushpen dann nochmal die Linien so nachgehe. Bei mir könnte das jetzt aussehen, wenn ich jetzt mal das Wort Schnörkel schreibe. Ja, so ungefähr könnte das aussehen. So würde ich mir das vorschreiben und gehe dann hier nochmal mit dem Brushpad nach. Ich habe jetzt die Bleistiftskizze, passiert mir übrigens öfter. Ich habe die Bleistiftskizze jetzt ein bisschen größer gemacht, als die eigentlich für den Brushpen gut ist. Die Pentel Touch Brushpens, die sind nämlich eigentlich eher für kleinere Letterings gedacht. Ja, so ungefähr könnte jetzt das Lettering aussehen mit den ganzen Schnörkeln. Tipp Nummer 10 ist das Bounce Lettering. Genau, das Thema Bounce Lettering ist ein ganz, ganz tolles Thema, weil das wirklich den allerbesten und modernsten Look in euer Lettering zaubert. Ich habe es schon ganz oft angesprochen in den anderen Tipps, ja. Das ist halt, das heißt, die sind nie auf einer Linie, die Buchstaben. Die sind einmal größer, einmal kleiner. Die bleiben aber tendenziell hier zwischen den Buchstaben gleich, damit es wirklich immer noch ein angenehmes Schriftbild und ein gekonntes Schriftbild auch vermittelt einfach, ja. Ja, wer noch mal ganz, ganz intensiv was zum Thema Bounce Lettering sich anschauen möchte, der kann gerne hier in meinem Videolink nochmal auf das Video klicken. Da bin ich nochmal, da erkläre ich nochmal ganz ausführlich. Wie gesagt, hier der normale Buchstabe ist hier das A und das B. Und im Bounce Lettering geht es wirklich darum, die Buchstaben nicht in der Linie zu lassen und darüber hinaus zu gehen, ja. Da muss man sich einfach ein bisschen ausprobieren, da muss man wirklich üben, üben, üben. Am besten, ihr schaut euch auch, das macht ihr sicherlich schon, ihr schaut euch ganz, ganz viele tolle Letterer an, die so ein bisschen eure Vorbilder sind, und da könnt ihr wirklich die Letterings auch nachmachen, nachzeichnen, und so werdet ihr selber auch viel, viel besser. Okay, das waren erstmal so meine 10 Tipps und Übungen für Brush Lettering für Fortgeschrittene. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das Video habe ich gemacht, weil die liebe Miri mich darum gebeten hat, beziehungsweise sie hat mich gefragt, ob ich nicht mal so meine besten Tipps und Tricks zum Thema Lettering euch an die Hand geben kann. Und das habe ich natürlich super, super gern gemacht. Die 10 sind hier für mich erstmal zusammengekommen. Okay, dann vielen, vielen Dank, und ich freue mich einfach aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss.